Moin moin, ihr Überlebenskünstler, und herzlich willkommen zu Man of Medan. Man of Medan wird ein Teil einer Serie sein, die Dark Pictures Anthology, und die wird entwickelt von Supermassive Games. Die kennen wir jetzt durch Until Dawn. Der eine oder andere wird das bestimmt gespielt haben, und dieselbe Richtung wie Until Dawn wird auch dieses Spiel sein, also mehr ein interaktiver Horrorfilm anstatt eines Spiels. Alles klar, viel Spaß damit. Wir starten hier in der Kinovision. Es soll wohl irgendwie auf dem Schiff spielen, wenn ich das richtig weiß. Okay, wir sehen Särge, Militär. Ja, wir sind auf einem chinesischen Markt. Beziehungsweise sehen wir einen chinesischen Markt. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Mhm, Charlie. 你能搏斗吗? 勇士. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Hey, dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Okay, hier treffen wir unsere erste Entscheidung. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Sieht ein bisschen aus wie ein Mahjong-Stein. Wir nehmen den Drachenstein. Kann das sein? Gauss. 你看到了什么? Okay. Ein Fisch. Sieht aus wie ein Fisch? Dein Sohn wird ein Fisch. Okay. 你的财富可能来自任何方向。但是 当这样的风吹来, 死亡和厄运 肯定会随之而来。 Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Okay, jetzt können wir hier irgendwie Eigenschaften aktivieren. Wir sind. Achso. Ne, jetzt muss ich mal eben schauen. Selbstlos, egoistisch. Okay, hier haben wir. Okay, ich glaube, hier ist das, wenn wir. Dann ist es ein Geheimnis. Ja, wir werden sehen. Wir finden das alles schon noch raus. Kursrichtung. Alles klar. Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probiere es mal. Was machen wir da? Um zu ziehen, um zu schlagen, okay. Putz. Okay.
Ah, okay. Sonst wird jetzt so ein bisschen die Spielmechanik erklärt. Ja, wir haben da, sehen wir so einen ablaufenden Timer. Aber das wird mit Sicherheit Situationen geben, wo das noch hoch schneller gehen muss. Ja, so wie hier. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Okay. Das mit diesen Eigenschaften Akt habe ich jetzt noch nicht verstanden, was da gerade stand. RB drücken und dann... Frachtraum Nummer 2! Was mag das nur für eine Fracht sein? Totenköpfen drauf, okay. Die Jungs haben auf jeden Fall genug. Hey Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht um! Jo, gibt gleich einen auf die Glocke. Tja. Blöd gelaufen. Was ist denn da drin? Nichts Gutes. Ah, okay. Jetzt steigen hier die Dämpfe irgendwie auf. Mitten in der Nacht wach geworden. Albträume. Aha, es geht los. Drücken wir A. Ah, es wird wahrscheinlich sein Sohn sein, ne? An Papa. Komm bald zurück. Jo. Kein Thema, Junge. Machen wir. So. Da blinkt was denn. Gleich hinter. Was zum Teufel? Nimm dir meine Schlüssel, ja.
Der ist vielleicht an den Dämpfen gestorben, aber der muss hier auch dann in den Spind gelaufen sein und sich versteckt haben oder sowas. Vor irgendetwas. Oh, okay. Hat er sich hier eingeschlossen? Achso, ich kann schon weitergehen. Charlie, wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Ja, würde ich auch sagen. Irgendwas passt hier nicht. Okay. Also ein bisschen Timing jetzt, ne? Oh, jetzt müssen wir gleich ein bisschen schneller. Unsere Entscheidungen beeinflussen hier auch, wie viele Menschen sterben oder halt auch nicht sterben. Und was war das? Oh, hat schon gezogen. Dankeschön. War das ein Junge gerade oder nicht? Ne, ich will erst da blinkt was. Achso, ach, das soll die Tür ist, dass die hier blinkt. Okay. Und die auch, okay. Verschlossen. Was machst du? Guckst du den Spind an oder was? Na. Na, hier sieht man auch schon überall diese Dämpfe. Hey, Charlie, hilf mal! Achso. Komm mal ran, Charlie. Komm mal. Scheiße. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Scheinen aber Schusswunden zu sein, oder? Willst du den nicht mehr angucken, den Kumpel? Den Kamerad. Ich will mal die Kamera mitdrehen. Aber es geht tatsächlich nicht. Es geht nur so ein ganz kleines bisschen. Ansonsten sind das starre Kameras. Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Ihr geht aber locker damit um. Oh, verdammt. Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Okay, das mit den Augen sieht doch nicht gut aus.
Ah, okay, jetzt können wir auch mal schnell gehen. Schluss mit dem Rumgeschleiche. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst ganz hart aus. Oh, shit. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Aber wir haben ihn gesehen. Oh, liegen noch mehr Leichen. Was geht hier vor sich? Charlie, komm mal her. Ich wollte gerade sagen, bewaffnet euch mal lieber. War wieder der Junge. Hey, komm her. Oh Gott, nein. Ach, es ist schade. Aber er flippt aus. Das ist bestimmt sein Sohn, oder? Okay. Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! Was zur Hölle ist das? Das. Hey, es sieht aus, als wenn die ganze Crew stirbt. Won't you spare me over till another year? Okay. Geht los. Wer ist er?
Scheint auf jeden Fall wichtig zu sein. Song gefällt mir aber. Intro. Da ist er ja. Hallo. Hi. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Mhm. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Ist so. Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Das sieht aber schon gut aus. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Okidoki. Oder das hinterlassene Chaos. Auf geht's. Also der Kurator wird wohl in allen Spielen da sein. Das ist ja, wie gesagt, dieser Teil, Man of Medan ist ja Teil dieser The Dark Pictures Anthology. Und ja, das ist halt nur ein Teil dieser ganzen Serie. Ich hoffe mal, dass das so gut wird wie Until Dawn. Das fand ich nämlich schon ganz stark so. Lassen wir uns mal überraschen. Hallo, Brad. Und Alex. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Na. Ich wollte ja. Ich hatte keine Zeit. Ich musste arbeiten. Ach, schon gut, schon gut.
Sei mal nicht so. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Okay. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann, sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Also, Alex ist jetzt schon ein Unsympath. Also sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Wir sind da ja nicht so. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Das ist das so, die Beziehung, wie gut die sich... Ach so, da sieht man das so. Da jetzt ein bisschen mehr, ne? Okay. Also, Fliss und Julia werden wir wohl auch noch kennenlernen. Na gut. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Ach so, das heißt Eigenschaften aktualisiert. Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Na dann, was hast du denn? Hör mal auf deinen Bauch. Leute, hör auf deinen Bauch. Der weiß meistens das Richtige. Hey! Julia. Ein strahlendes Lächeln. Ach so, und ihr Bruder. Okay. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätt's auch getan. Ich bin sicher. Ah, bleib entspannt. Ja, cool. Super. Ich liebe Bier. Ich liebe Bier. Guter Mann, Radical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinier's nicht. Bist du schon mal getaucht? Nö. Lügen brauchen wir jetzt auch nicht. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Mann, der ist ja genauso cool wie Alex. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ach. Ungeduldig ist sie. Mhm. Und aber als Letzte. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Brumm, brumm. Wenn es dir recht ist, Captain. Hast du davon? Hier ist noch alles schön. Was wird sich mit Sicherheit bald ändern? Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Er ist seekrank. Ist eine gute Idee. Oder hat er schon so viel gesoffen jetzt? Nee.
Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad weiß Bescheid. Ja. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Nee, verlassen wir uns mal auf Brad. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Sehen und staunen. Mhm. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss! Ja, vielleicht. Das ist ein Flugzeug. Ach, ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Offensichtlich nicht. Nee, komm. Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Okay. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. So, ich gehe jetzt nochmal ins Menü hier. Haben sich ja diese ganzen Beziehungen verändert irgendwie. Ja, gut. Die haben alle eine Beziehung zueinander, in irgendeiner Form. So, wo ist denn der Brad? Hey, hey. Hi, Süßer. Durch die Öffnung können wir rein. Wollte sich doch hinlegen, ne? Hier ist er nicht. Komm mal rein. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's. Achso. Also, Buch. Das kenne ich nicht. Ja. So ist er denn. So groß ist das ja hier nicht. Da? Was geht? Ist klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Ha. Keine Sorgen. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Na, du kannst ja doch nett sein. Wie sieht das jetzt aus? Ach, alles cool. So, wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich diesen blonden Typen sterben lassen. Kann ich das nochmal angucken? Ja, okay. Okay, ja. Mal gucken, was wir damit machen können. So. Und seine Dame, wie sie Julia, Jules, sollte ja die Flaschen fertig machen. So. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Okidoki. Wie finden wir das? Kann ich helfen? Nö, mach das mal schön. Tja. Danke nochmal für die super Ausrüstung. Geht doch nichts über Qualität. Aha. Was?
Du weißt schon, dass ich dein bestes Stück nicht mit meinem Konto messen muss, oder? Nee, komm. Ich will einfach, dass wir beide gleich viel investieren. In unsere Beziehung. Unser Geld. Wirklich süß, Alex, aber dein Beitrag liegt woanders. Ist doch nur Geld. Macht alles etwas einfacher. Super. Dafür ist es da. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Wir bleiben erstmal cool, Mensch. Ja, ich weiß. Bleib nicht so unentspannt. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Nein, hört sie das alles okay, nicht? Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Okay. So. Oh, oh, oh. Ach so, ich kann das. Ja. Einfach nur frustrierend. Mhm. Es gefiel ihr nicht. Na gut. Fertig. Cool. So, was mit dir? Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Sehr schön, interessant. Okay. Hey. Selber hey. Mann, wir haben echt super Aufnahmen. Absolut. Gibt's was zu entdecken? Sieht nicht danach aus. Ja, was ist das? Sollte ich da jetzt was entdecken oder kann man das einfach nur mal machen? So, Julia, was ist los hier? Nichts, okay. Das sieht gut aus. Achso. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Hey Jungs, Flaschen bereit. Alles klar. Hoch die Flaschen. Sing. So, dann lass mal tauchen gehen. Okay. Ach, geh die Post. Also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Hm. Was nehmen wir? Ich nehme das links. Ich weiß gar nicht. Ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorher-Foto. Bald sind wir allein. Und es wird immer besser. Also gut, Kinder. Ab die Post. Und vergesst... Ich rede mal mit ihr. Ja, gut. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bukabine glatt ein Bullauge. Okay. Na, dann mal los. Thank you.
alles gut? Mehr oder weniger. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Mhm. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Na, versuchen wir es mal ein bisschen aufzulockern. Klar. Warum nicht? Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Geht überhaupt nicht an. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Ach. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Mhm. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Na. Was hat jetzt so suboptimal geklappt mit den beiden hier? Was ist denn das für ein Gerät? Mach mal an. Wetter ist gut. Wetter ist gut. Schön. Ach komm, wir gehen mal nach Dings ins Gucken. Ach, Brad. Er liegt immer noch hier und hört Musik oder was? Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Und sei doch nicht immer so. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Na, dann ist ja gut. Wo sind sie sonst noch getaucht? Bei der Buchung habe ich sie für Anfänger gehalten. Alex und Julia sind schon ganz oft getaucht. Ich bin noch Amateur, aber bereit. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Okidoki. Och, hier klingt ganz viel auf. Gucken wir mal eben nach den Beziehungen hier. Alles klar. Gefiel ihm also nicht. Was ist mit Alex? Achso, ja genau, das hatten wir eben schon. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Kannst du da jetzt auch reingehen? Ja. Das ist doch wieder so eine Vorahnung, oder? Hm? Warum behalte ich die bloß? Das gucken wir uns nochmal an. Okay. Das weiß ich nicht, warum du die behältst. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. Na komm, dann gehen wir mal hoch. Können wir in den Kommentaren schreiben, ob ihr diese Art Spiele mögt. Also, hin und wieder finde ich das immer ganz nett. Aber jetzt so dauerhaft könnte ich sowas auch nicht spielen. Also, ey, die ganzen Dinger so hintereinander wegspielen oder sowas, das wäre nichts für mich. Wie heißt sie? Alles klar.
Hallo, Conny. Hey, alles senkrecht? Ja, halt die Ohren steif. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop, Bob. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Kapiert. Im Ernst. Reiche Kids können wohl immer Urlaub machen, wenn ihnen gerade danach ist, schätze ich. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Nein, wird alles gut werden. Also dafür, dass sie hier Urlaub machen und so weiter, sind die echt ein bisschen unentspannt. So, was haben wir denn da? Geh da nochmal hin. Geh da nochmal hin. Duke an Alex. Duke an Julia. Achso. Okay. Die haben wahrscheinlich keine Lust. Achso, das Fernglas, ja. Diesmal können wir doch sehen. Was kommt? Da kommt doch was, oder? Jo. Was ist denn das? Ein Boot, oder? Der dürfte doch jetzt gleich da sein. Mal mit ihn anquatschen hier. Hi, Captain. Was macht die See? Kein Stress. Und der Himmel? Nicht so blau wie du. Oh. Treffer versenkt. Aha. Okay. Hey, Fliss. Da vorne, ein Boot. Ja, das hast du doch eben schon gesehen. Was wollen Sie? Nicht die Küstenwache. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wie regelt das? Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Genau. Verstanden? Du regelst das. Hey, habt ihr getrunken? Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Ja, ja, ist schon echt ein Affe irgendwie. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Nein, nein, nein. So, ihr beiden. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Mhm, na. Dann mal rein da. Na.
Oh, plötzlich. Hey, Vorsicht. Kann gefährlich sein. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Was hast du geschafft? Unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Okay. Noch eine weitere Vorahnung. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Es geht mal was. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Wie cool die alle sind. Meine Güte. Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling. Das wäre ja gar nichts für mich. Oh oh, nicht geschafft. Auch nicht geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, jetzt greifen wir mal zu. Ah. Nochmal gut gegangen. Was ich tue, okay? Ich brauche keine Hilfe. Such läuft. Durchsuchtes Gebiet. 1 sauber, 2 sauber, 3 sauber. Alles klar. Das war ein Rettungsflugzeug. Von einer US-Basis. Kowalski. Okay, okay. Das war eine Rettungsmission. Ja, die sollen ja wahrscheinlich denn zu dem Schiff kommen, was wir am Anfang gesehen haben, ne? Nach was will sie angreifen? Ah. Oh. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Okay. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Oh, guck mal nach. Mein Gott. Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Okay. Was war das? Sehen wir nach. Ich. Du zuerst? Hab gar nichts gehört. Ah. Schön. Da hängt noch einer rum.
Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ist doch schön warm. Yeah. Uiuiui. Da habe ich mich aber erschrocken. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Ja, würde ich auch sagen. Hai? Jetzt auch noch Haie? Komm her, du Hai! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Die sind ja schon Draufgänger. Okay. Warte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Ich... Oh Mist. Sorry, Alex. Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Ja, komm schon. Liebevoll. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, klar will ich dich heiraten. Er will doch nur ihr Geld. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Das machen wir. Liz, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Oh. Hey, wo kommt das andere Boot her? Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Heißt was? Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Ja. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Yay! Was ist denn mit Brad? Oh, hallo. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Mhm.
Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Okay. Danke. Haben wir gut gemacht. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Klopskopf. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Voll gern. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Das klingt gut. Ganz ehrlich? Ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Wir planen zusammen. Na, das klingt doch gut. Ich habe aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Wem geht das nicht so? Beruhigend. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Okay. Alles geplant? Ich brav an der Leine? Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Womit warst du denn abgelenkt? Wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Gib endlich Ruhe. Hast du ein Problem? Gib doch mal Ruhe. Okay, das reicht aber wirklich. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Mach das mal. Heraus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Denn mal los. Hopp, hopp, hopp. Und? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Antrag? Erleichtert. Ehrlich. Das hatte ich schon lange vor. Muss ja nur den Koffer finden. Das bestimmt der hier, nicht? Wie lange wollen die denn hier bleiben? Dass sie da so einige Sachen mitnimmt. Mhm. Da ist er. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Okay. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn.
Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Okay, okay. Keiner weiß davon. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Oh, lass hören. Los damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Haben sie Fliss einfach übergangen. Eine wahre Geschichte, na gut. Die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Okay. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle. Kommt drauf an, wofür. Ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Okay. Aufhübschen ist erlaubt. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Okay. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, ach, das ist furchtbar. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Oh, war cool. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Ja. Okay. Schön Bubu machen. Oh, das Wetter wird schlechter.
ob die Fischer nochmal wiederkommen. Sie kommen nochmal wieder. Was passiert denn jetzt hier? Nu? Ja, macht doch bei den anderen auch. Alle entknebeln. Achso, ich hab sie ganz vergessen. Hallo. Das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Keine Sorge. Wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie es schon getan. Ich mache mir nicht nur Sorgen, getötet zu werden. Losmachen. Leute, befreit euch. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Oh, jetzt gibt's Ärger. So nicht. Konrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Dass er immer noch ein großes Maul hat, ne? Na, ein bisschen verdient hat das. Was wollt ihr, Wichser, denn? Oh.
ruhig. Also mal aufhören. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. War wohl Glück gehabt. Und was habt ihr denn jetzt für einen Auftrag, Mensch? Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. 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 Julia, sie kommt zurück. Oh Himmel, Conrad. Wo ist denn sein Bruder? Hier, Bradley hieß er doch, ne? So. Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Und es scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja, ein bisschen schon. Wo ist denn mein Bruder? Ja, wo ist er? Unbehaglich. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Oh. Dreh dich um. Steck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Okay, okay. Nein, verdammter Mist! Was ist denn los jetzt? Was wollen die denn? Was wollen die? Hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Okay. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey. Schon Scheiße, gut. Auf den Ring. Schon gut. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Hatten die denn Waffen? Sonst könnte man sie ja vielleicht aber versuchen zu wehren. Kleine Schlägerei. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Ja, okay. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Optimistisch. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Okay. 1, 2, 3. Was denkst du dir? Hoppala. Conrad, geh auf das Boot. Ja, weiß er doch. Jetzt! Angreifen!
Oh, oh. Das war nichts. Verkackt. Du bist echt blöde. Oh oh. Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setzt euch. Da drüben. Was ist jetzt mit Bradley? Genau, hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Ansage. Olson! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Monchurei Gold? Wer sagt da jetzt was zu? Leute, ihr sitzt in der Patsche. Hey, Conrad. Du hast es versucht. Okay. Jetzt haltet die Fresse. Ruhe. Sei still. Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist, Süße. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Mhm. Sie ist Ketten und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Was? Was fällt dir ein, du Lümmel? Hast du den Verstand verloren? Wie kommst du auf diese Scheiße? Wie kannst du es wagen, du überprivilegierter Arsch? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Gibt's auch viel Glocke. Es ist konsequent. Verstanden. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Wir machen mal. Hey, wir riskieren's nicht. Können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei ihnen durch sein. Mhm. Gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Nein, alles gut. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Okidoki. Huch, oh, ich habe gar nicht aufgepasst. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Nee. Boah, das wäre gar nichts für mich.
Ich hätte die Hosen so voll. Helfen! Hey! Bewegung! Jetzt! Danke, schätze ich! Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Er muss ja nicht so rausschreien. Los. Ach, da ist er schon. Nicht untergegangen. Ich dachte, das Ding wäre untergegangen irgendwie, aber... Nee. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Ja, schon ein wenig, ne? Ja. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest... Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Okay. Ja, gönn dir mal ein Schlückchen. Tut dir gut. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Okay. Leute, und hiermit beenden wir diesen Teil. Das hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und ich würde mal sagen, die nächste Folge wird dann in einer Woche kommen. Immer sonntags werden wir eine schöne, lange Runde Man of Medan zocken. Ja, und bis dahin, ciao, ciao.